Hallo liebe Forumsteilnehmer des Heimkinoverein e.V. Die meisten von euch werden mich schon kennen. Für all die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jochen. Ich bin im Forum bekannt unter dem Pseudonym Muzzleman und ich bin der zweite Vorsitzende des Heimkinoverein e.V. Ich möchte euch heute unsere neueste Errungenschaft des Heimkinovereins kurz vorstellen. Bevor ich das aber tue, erlaubt mir bitte ein paar Worte über den Verein zu verlieren. Der Verein wurde im Jahr 2010 von 11 sozusagen Pionieren des Heimkinos, also 11 Mitgliedern, gegründet und zeichnet sich aus für seine Kameradschaft, den gegenseitigen Austausch und die gegenseitige Unterstützung. Wir besuchen uns gegenseitig und helfen uns beim Einstellen von Bild und Ton. Wir organisieren Stammtische und richten normalerweise bis auf leider dieses Jahr Sommerfeste aus. Dabei nehmen sowohl die Mitglieder des Vereins als auch die Forumsteilnehmer sowie deren Partner herzlich eingeladen sind. Der jährliche Mitgliedsbeitrag des Vereins liegt bei 30 Euro, wovon wir Events wie eben dieses Sommerfest, die Vereinsversicherung und letztendlich die Forensoftware bezahlen. Wie jeder Verein leben auch wir von und für unsere Mitglieder und freuen uns natürlich über neue Mitglieder, die ein Teil dieser Gemeinschaft werden wollen. Eine zentrale wiederkehrende Frage, die wir uns immer auf der Mitgliederversammlung auch dieses Jahr stellen, ist die Frage, wie machen wir den Verein für dessen Mitglieder, aber auch für Interessenten attraktiver? Also vor allem für diejenigen, die sich schon mit dem Gedanken befasst haben, beizutreten, der letzte Anstoß aber noch fehlt. Eine Idee war nun die Entwicklung einer Vereinsbox, die ich euch heute nun voller Stolz vorstellen möchte. Ich präsentiere euch nun die HKV 1615. Der Name der Box setzt sich zusammen aus der Abkürzung des Wortes Heimkinoverein, HKV, und der Größe der darin verbauten Treiber. Die sind drei: Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner. Das Herz der Box ist die Mittelhochtoneinheit, das ist diese Sektion hier oben, die rund um den Double Wave Guide LH630 von der Firma Limmerhorns entwickelt wurde. Hierzu wurden 6 verschiedene Hochtöner getestet, wovon letztendlich nur 3 in Frage kamen und wir uns dann für einen entschieden haben. Der Double Wave Guide, diese Sektion hier oben, ermöglicht durch seine Schallführung ein zielgerichtetes Abstrahlverhalten in diesem Bereich und erlaubt den Einbau des Lautsprechers in eine Baffle Wall, als auch beispielsweise freistehenden Betrieb in einem akustisch nicht so ganz optimalen Raum, wie zum Beispiel einem Wohnzimmer. Ziel war es, einen Lautsprecher zu entwickeln, der gleichermaßen zum Musikhören, aber auch zum Heimkinobetrieb geeignet ist. Somit fiel die Wahl auf HiFi-taugliche Treiber, die hohe Pegel abspielen können und auch den Heimkino-Anforderungen gerecht werden, also hinsichtlich des Pegels vor allem. Der Lautsprecher kann Full Range, das heißt also ohne zusätzlichen Subwoofer, betrieben werden und schafft mit Room Gain ca. 30 Hertz. Variabel ist die Tieftonsektion. Hier kommt in unserer Box ein 15 Zoll Chassis zum Einsatz, was den Lautsprecher auch geeignet macht für Räume bis zu 50 Quadratmeter. In kleineren Räumen würden wir eher die Wahl eines entsprechend kleineren Treibers empfehlen, der allerdings die 10 Zoll Grenze nicht unterschreiten sollte. Hier könnt ihr uns auch gerne für eine Alternative ansprechen und wir helfen euch natürlich dabei, den gewählten Tieftöner an die Mittelhochtonsektion anzukoppeln. Aufgrund des gewählten Hochpassfilters im Mitteltonzweig ist es auch möglich, der Box einen geeigneten 18 Zoll Treiber zu spendieren, solltet ihr ein richtig großes Kino haben. Was mich nun zur Weiche bringt: Hier haben wir verschiedene Varianten. Der Lautsprecher und dessen Treiber wurden grundsätzlich im Freifeld vermessen und die Weiche auch so definiert.
Wir können nun eine aktive als auch eine passive Lösung angehen. Bei der passiven Lösung möchte ich betonen, dass wir zwar eine Weiche simuliert haben, diese bisher aber noch nicht nachgebaut haben. Es empfiehlt sich bei der passiven Weiche ein B-Amping-Betrieb, um dem Tieftöner genug Energie geben zu können, damit er sein volles Potenzial auch ausschöpfen kann. Auch eine teilaktive Lösung mit aktiver Ankopplung des Tieftöners an den passiven Mittel-Hochtoneinheit ist denkbar. Da die passive Lösung leider preislich nicht so interessant ist, ist unsere Empfehlung ganz klar die aktive Lösung. Hier haben wir den Lautsprecher für zwei unterschiedliche Tools eingemessen, einmal das altbekannte Mini-DSP und einmal für diesen relativ neuen Hypex Fusion Amp. Bei letzterem möchte ich mich hier einmal bei meinem Vereinskameraden, dem Stefan, bedanken, der mir seine Module kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank, Stefan. Somit können wir nun für beide Systeme, das heißt für das Mini-DSP als auch für das Hypex Fusion Amp, Weichendateien bei der Box mitgeben. Die Raumeinmessung erfolgt natürlich individuell. Das Gehäuse ist so konzipiert worden, dass verschiedene Gehäuseformen möglich sind. So kann es beispielsweise flach und dafür hoch gebaut werden. Einzig das Gehäuse der Mittelhochtoneinheit, das ist diese obere Sektion hier, ist fix für die Box. Und die Box sollte insgesamt eine Mindesttiefe von 28 cm nicht unterschreiten. Auch hier sind wir, wenn ihr eine bestimmte Frage hinsichtlich einer Dimension einer Box habt, gerne behilflich. Da der Tieftöner, den ihr hier unten seht, ein Exot in Sachen Form ist und mich einige der Nerven gekostet hat bei der Einfräsung, haben wir für diesen eine Frässchablone anfertigen lassen, die gegen einen Unkosten- und Materialkostenbeitrag erworben werden kann. Diese Schablone gibt es auch für einen 10 Zoll und einen 12 Zoll Tieftöner des gleichen Herstellers und für den Ausschnitt des Waveguides oben. Zudem arbeiten wir daran, euch auch eine CNC-Lösung für die Frontplatte, die dann individuell nach der Boxengröße gestaltet werden kann, euch anzubieten. Nun habe ich recht viel über die Box erzählt und ihr fragt euch nun bestimmt, wie kann ich die Box nachbauen und wo kann ich diese vielleicht auch mal zur Probe hören. Bezüglich Nachbau ist es so, dass wir im Verein uns darauf geeinigt haben, die Unterlagen für den Nachbau Vereinsmitgliedern kostenlos anzubieten oder denjenigen, die aus persönlichen Gründen nicht beitreten möchten, dies gegen eine Spende für 50 Euro zu überlassen. Wir möchten betonen, dass wir niemanden zwingen wollen, dem Verein beizutreten, nur um diese Box zu bekommen. Zum Bauplan. Beim Bauplan sind wir von einem Wandeinbau des Lautsprechers ausgegangen und haben hier eine einfachere Form als die, die ihr hier seht, gewählt. Bei dieser Form sind die Bassreflexrohre, die hier unten zu sehen sind, seitlich angebracht und die Box ist viereckig. Der Bauplan enthält eine Auflistung der Treiber, deren Verbau, eine Holzzuschnittliste, eine detaillierte Kostenkalkulation für euch, die simulierte passive Weiche und eine Bauanleitung bei kniffligen Passagen des Baus. Und natürlich die Händler, bei denen ihr die Teile günstig erwerben könnt. Wir appellieren natürlich an euer Ehrgefühl und gehen davon aus, dass ihr die Pläne, wenn ihr diese erwerbt, nicht unter der Hand weitergebt. Aber so schätze ich euch auch nicht ein. Die 50 Euro werden übrigens zweckgebunden verwendet, und zwar einerseits zum Aufpolieren der Vereinskasse und andererseits nehmen wir die Hälfte dafür, andere Treiber zu erwerben und diese für diese Box auch zu testen. Ich möchte noch betonen, dass dieses Erstlingswerk nicht aus der Vereinskasse, sondern generell aus privaten Mitteln bezahlt wurde. Damit ihr auch ungefähr wisst, wie viel Kosten auf euch zukommen, also damit ihr das besser einschätzen könnt, haben wir eine kurze Kalkulation für euch. Bei 5 Lautsprechern, also wenn ihr diesen Lautsprecher, den ihr hier seht, 5-mal nachbaut, kommt ein Lautsprecher ohne Holz
auf einen Betrag von ca. 1300 Euro. Hierbei handelt es sich allerdings, das ist sehr wichtig, um die aktive Lösung mit einem 503 Hypex-Modul, also ein Modul, das schon richtig Power hat und ein DSP inklusive ist. Ich denke, es ist ein sehr fairer Preis, wenn man mal Studiomonitore in der gleichen Größe dagegen stellt und man weiß ungefähr, was einer kostet. Probehören. Vielleicht mal kurz zum Probehören, weil es hier auch schon Diskussionen gab im Forum, ob es sinnvoll ist, das in fremden Räumen zu tun. Also ich persönlich finde, dass Probehören sehr, sehr wichtig ist. Denn man kann relativ schnell sondieren, ob der Lautsprecher für einen selber in Frage kommt oder eben nicht. Von daher bitte ich euch, und das gilt als Aufruf generell, euch dafür Zeit zu nehmen, und zwar ausgiebig. Also ich bin auch der Meinung, ein Probehören kann man jetzt nicht nach 5 Minuten schon sagen, der Lautsprecher passt. Man muss bekannte Lieder nehmen und sich auch mal in den Lautsprecher erstmal reinhören. Nun, Probehören der HKV 1615 konkret. Momentan, muss ich sagen, steht das einzige Exemplar hier bei mir. Damit ich nun aber keine Karawanen an Probehörer bei mir begrüßen darf, was ich auch nicht aufgrund des Coronavirus möchte, wäre es schön, wenn diejenigen, die sich für den Nachbau des Lautsprechers entscheiden, was ich auch bereit erklären würden, andere zum Probehören zu empfangen. Die ersten Probehörer für die Box haben sich schon angemeldet und ich hoffe natürlich auf Multiplikatoren. So, nun kommen wir zum Schluss. Jetzt habe ich euch lange genug auf die Folter gespannt. Ich hoffe, ich habe eure Neugierde geweckt und würde mich freuen, wenn ihr das Angebot von uns aufgreift und somit den Verein und unsere Gemeinschaft unterstützt. Ihr könnt mich natürlich im Forum des Heimkinovereins unter der bekannten Adresse www.heimkinoverein.de gerne kontaktieren und mir noch Fragen zu den Lautsprechern stellen, die ich euch dann nach bestem Wissen und Gewissen beantworte. Ihr solltet wissen, wir sind keine Profis, wir sind wie die meisten von euch Laien und haben das so gut getan, als wir können. Ich bedanke mich nun für eure Aufmerksamkeit, dass ihr die Geduld hattet, mir zuzuhören. Und schicke euch audiophile Grüße.